Die häufigste gutartige Erkrankung der Prostata ist die gutartige Prostatavergrößerung. Fast jeder Mann entwickelt eine Vergrößerung der Prostata im Alter, das geht ab dem 30. Lebensjahr los. Es kommt dann dazu, dass die Harnröhre, insbesondere in der prostatischen Harnröhre, eingeengt wird und eben das Wasserlassen erschwert wird. Das kann zu Problemen führen, die wir dann entsprechend, wenn wir es diagnostiziert haben, gut behandeln können. Hier würde man die Prostatagröße bestimmen, möglicherweise eine Blasenspiegelung durchführen, um zu schauen, wie groß ist die Prostata von innen, um dann zu entscheiden, wie man den Patienten behandeln würde. Meistens wird es ja damit dann zu einer Operation kommen, wo man das Gewebe entfernt, sei es mit einer Operation durch die Harnröhre oder eben mit einer Schnittoperation oder einer Laserbehandlung. Das ist dann je nachdem abhängig von der Prostatagröße. In Deutschland erkranken ca. 60.000 Männer im Jahr nur an einem Prostatakarzinom. Hier sind wir in der Lage, aufgrund einer guten Diagnostik dieses heute frühzeitig zu erkennen. Ein wichtiger Punkt ist das PSA, das prostataspezifische Antigen, ein Eiweiß, das wir im Blut messen können. Wir können mit dem Ultraschall die Prostata untersuchen, wir können sie abtasten und wir können mit dem Kernspintomogramm hingehen und können Aufnahmen von der Prostata machen. Beim Prostatakarzinom geht es ja darum, nachzuweisen, liegt eine bösartige Erkrankung vor oder eben eine Entzündung, die auch eine PSA-Höhe machen kann, um dann, falls eine Gewebeprobe vonnöten ist, beide Bilder, das MRT-Bild plus das Ultraschallbild, übereinander zu legen, um dann ganz gezielt aus diesen Regionen Gewebszylinder zu entnehmen. Anschließend kann der Pathologe das dann untersuchen und feststellen, ob es sich um einen Prostatakrebs handelt und dann ganz wesentlich auch den Tumordifferenzierungsgrad bestimmen, was für die weitere Therapie dann von entscheidender Bedeutung ist. Zeigt sich bei der Untersuchung, dass es sich um ein Prostatakarzinom handelt, hängt es vom Befund ab, vom histologischen, vom feingewebischen Befund, wie der Patient behandelt werden kann. Ist der Krebs gut differenziert, sprich ist die Ähnlichkeit des Karzinomgewebes noch sehr nahe zum normalen Prostatagewebe, mag es auch ausreichen, den Patienten nur aktiv zu überwachen. Was heißt das? Wir würden ihn alle 3 Monate untersuchen, würden eine Blutentnahme entnehmen, um das PSA zu bestimmen, eine Ultraschalluntersuchung machen und nach 6, gegebenenfalls spätestens nach 12 Monaten nochmals eine Gewebeprobe zu entnehmen, um zu sehen, hat sich der Differenzierungsgrad des Prostatakarzinomgewebes verändert, ist schlechter geworden. Weil das würde zur Folge haben, dass man möglicherweise eine aktive Behandlung einleiten müsste. Ist das Karzinom von Anfang an schlechter differenziert und nur auf die Prostata beschränkt, kann eine lokale Therapie eingeleitet werden, entweder eine radikale Entfernung der Prostata oder der Patient einer Strahlenbehandlung der Prostata zugeführt werden. Was tun, wenn der Krebs bereits über die Prostatakapsel vorgewachsen ist und bereits Lymphknoten befallen sind? Dann besteht die Möglichkeit, neben einer lokalen Behandlung der Prostata auch zusätzlich die Lymphknoten mit zu entfernen und eine systemische Therapie, eine Ganzkörperbehandlung mit einzuleiten. Dies ist auch der Fall, wenn der Krebs bereits in den Knochen gestreut hat, also eine systemische, sich absiedelnde Tumorerkrankung vorliegt. Die Standardtherapie in diesem Fall ist zunächst die Blockierung des männlichen Geschlechtshormons, des Testosterons, in Kombination zum Beispiel mit einer Chemotherapie, um dann in der Folge, wenn es zu einem Stillstand des Krebswachstums gekommen ist, der Krebs aber dann doch wieder Tendenzen zeigt, weiter zu wachsen, weitere Therapiemaßnahmen zu ergreifen. Wir haben heute eine Vielzahl von modernen Medikamenten, die dann in Kombination, in einer Abfolge, dem Patienten noch sehr gute Linderung bringen können. Patienten, wo wir den Krebs frühzeitig erkennen oder nicht zu aggressiv ist, können wir heute sicherlich heilen. Der dritte Punkt, nicht so häufig, aber auch ein wichtiger Punkt, ist die Entzündung der Prostata, die eine sehr schmerzhafte Erkrankung sein kann, wenn sie in jungen Jahren bei Männern aufgrund eines akuten Infektes zum Beispiel entstanden ist oder eben als chronische Entzündung auch zu Unterbauchbeschwerden führen kann, die es dann gilt, entsprechend zu diagnostizieren und dann zu behandeln. Lassen sich im Urin des Patienten Bakterien nachweisen, lassen sich in dem aus der Prostata gewonnenen Flüssigkeit Bakterien nachweisen, um eine Entzündung dann ganz zielgerecht nach einem Untersuchungsbefund des Urines, einer Kultur mit einem passenden Antibiotikum dann, wenn sich eins nachweisen lässt, zu behandeln. Bei einer abakteriellen Entzündung ist es ein bisschen schwieriger, da muss man die Ursache versuchen zu finden, die dann entsprechend behandelt werden würde. Ich bin Professor Johannes Maria Wolf, Chefarzt und Ärzte Direktor der Paracelsus Klinik in Golzheim. Unser gesamtes Team sorgt dafür, dass Sie bei uns in besten Händen sind.